Hallo, liebe Leute, da wir immer wieder gefragt werden, wie vermesse ich denn die richtige Kissenlänge für mein Pferd? Das ist im Prinzip keine Hexerei und ganz leicht gemacht. Also, wir haben hier den Bandy. Der ist ein 14-jähriger, ist er 14? Der wird jetzt 15 nächstes Jahr im Frühjahr, jähriger PAE. Bei den Spaniern ist ja die Schulter meistens sehr gut ausgeprägt und sehr gut ertastbar. Der Schulterknochen geht jetzt in dem Fall bis hier bei ihm, ja. Das heißt, ich setze, da die Schulter ja rotiert bekanntlicherweise in der Bewegung eben nach hinten, setze ich zwei Finger ungefähr dahinter an und mache mir hier jetzt einen Punkt in etwa hier, ja. Dann suche ich das Ende, also den letzten Rippenbogen. Das heißt, bis wohin darf mein Kissen denn reichen? Der letzten Rippenbogen lässt sich bei ihm auch ganz gut ertasten. Bei manchen Pferden ist es etwas schwieriger, da die ein bisschen mehr Fell oder Fett auf den Rippen haben. Der verläuft hier so bogenförmig nach oben, ja. So. Da aber die Wirbelsäule jetzt frei bleiben muss, ungefähr eine Handbreit, kann ich natürlich jetzt nicht bis ganz oben gehen, sondern bis zu dem Punkt, der frei bleiben muss. Dann mache ich mir jetzt wieder einen Punkt, das heißt, ich gehe so nach oben und mache mir jetzt in etwa hier wieder einen Punkt. So, ja, und dann habe ich es auch schon. Meine Kissenlänge. Und zwar läuft es von hier, hier ist der Trapezmuskelbereich, der ist sehr empfindlich beim Pferd und muss frei bleiben. Das Kissen, das heißt, es läuft von hier bis nach hier. Das ist der Bereich, wo das Kissen liegen darf. Hier bis hier. Und das messe ich mir mit einem Maßband aus und schon habe ich die korrekte Kissenlänge.